Ich bin heute beim Kunden von mir, Martin Mühlinghaus, in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Wuppertal. Dieser Betrieb kreuzt schon sehr viele Jahre und ich kenne Martin auch schon sehr viele Jahre. Auf diesem Betrieb wären wir eigentlich vor ein paar Wochen gewesen während der Kundenfahrt. Das ist leider ausgefallen, Corona-bedingt, und deswegen haben wir uns für dieses Video entschieden. Ja, hallo, mein Name ist Martin Mühlinghaus, komme aus Velbert und bewirtschafte mit meinen Eltern noch hier den Milchviehbetrieb mit 130 Kühen und Nachzucht und Ackerbau und Grünland. Den Betrieb habe ich 2019 übernommen. Ja, seit 2015 melken wir im neuen Stall mit zwei Roboter, Marke Gea. Der Stall, der basiert auf Fertigbauteilen. Einfach nur einen Boden geschoben, befestigt, Schotter drauf, Fertigbauteile drauf. Und in ein paar Tagen, so gut in zwei Wochen, stand der ganze Stall auf den Fertigelementen und das Gerüst, Dach etc. alles ruckzuck verbaut worden ist. Den Stall würde ich jeden Moment wieder so bauen, vielleicht mit ein paar Änderungen, die mir in den letzten 5 Jahren doch schon aufgefallen sind. Veränderungen kommen immer dazu und die Ideen werden auch immer besser, aber im Grunde genommen würde ich den Stall genauso wieder bauen. Auch mit der Firma SL Stallbau. Super Partner, astreine Leute, genauso wie Udo. Mit denen kann man alle zusammenarbeiten. Im Oktober hätten wir eine Kundenfahrt gehabt von Hybrid Genetik hier bei uns auf dem Hof. Die ist leider Corona-bedingt ausgefallen, aber die wird ja noch nachgeholt nächstes Jahr. Und würde mich sehr freuen, wenn viele neue Gesichter hier bei mir auf dem Hof sich zusammenfinden und wir schön munter, fröhlich über Kreuzungstiere reden können. Warum ich Hybridkreuzung mache? Aus dem Grund, weil wir jetzt auch in den heißen Perioden sehr viele Probleme mit unseren Holstein hatten, wo ich nicht mehr mit zufrieden war, absolut nicht mehr. Sehr viele Milchfieberkühe, Fruchtbarkeitsprobleme und das alles am laufenden Band. Und da habe ich mich dann entschlossen, komplett auf Hybridkühe umzusteigen. Ich habe das schon jetzt seit gut 10 Jahren eigentlich schon gemacht. Jetzt nur so ein bisschen in den Anfangszeiten hobbymäßig, weil ich Spaß an der Freude und an die Tiere hatte, weil die schön aussehen. Ja, und sie gefielen mir immer besser und besser und besser. Und ja, so kam das jetzt zustande. Hatte zwar noch schwere Diskussionen mit meinem Senior, der war anfangs nicht davon begeistert, aber er hat es jetzt auch mittlerweile eingesehen und ist zu dem Entschluss gekommen, dass die Tiere doch deutlich besser sind. Da wir auch mit dem Roboter melken, ist mir auch schon sehr aufgefallen, dass die Kreuzungstiere emsiger zum Roboter laufen, die sind agiler, munterer und dadurch sind die auch im Schnitt besser in der Kreuzungsgruppe als die Holstein-Gruppe. Und da liegen wir zurzeit bei 31 Kilo. Wir sind aber immer noch auf dem aufsteigenden Ast. Die Holstein sind 1 Kilo drunter. Und da kann man schon einen sehr, sehr guten Effekt sehen. In der Bewegung, im Temperament. Die sind einfach munter, flotter, agiler unterwegs. Und das spiegelt sich auch in der Milchleistung. Die beste Kreuzungskuh, die hat jetzt in 290 Tagen knapp 13.000 Liter gegeben, ohne Probleme. Und das ist immer so mein Vorzeigemodell. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, alles in Hybridzucht zu machen. Und jetzt kommen nur noch ausschließlich in der jetzigen Abkalbesaison nur noch Hybridtiere. Und da bin ich schon sehr gespannt auf das ganze Ergebnis und freue mich schon sehr, dass ich endlich dann spätestens in 1,5 Jahren den Umschwung geschafft habe, dass ich kein einzelnes Holstein-Jungtier mehr habe. In puncto Besamung sind wir jetzt auch besser geworden. Schlicht hinweg, dass wir 2 verschiedene neue Rassen dabei haben. Montbéliard und Schwedisch Rotbund. Die sind von der Fruchtbarkeit her deutlich besser als die reinrassigen Holstein. Wir haben jetzt einen Besamungsindex von 1,4, 1,5, also deutlich besser als zuvor. Und wenn wir
TU-Untersuchung machen, ist immer mehr als 95% tragend. Ein interessanter Punkt ist noch, dass die Kälber, bzw. die Geburten, viel leichter vonstatten gehen. 0,x sind die Kälber da und spätestens nach 10 Minuten stehen die. Und dadurch sind die auch in meinen Augen in den ersten 14 Tagen viel, viel vitaler. Besonders nach der Geburt sind die munterer und flotter auf die Beine. Und das ist ein sehr schönes Bild zu sehen, wenn die im Kälberstall rumflitzen. Und dann weiß man immer, denen geht's gut. Was noch sehr interessant ist und warum man sich eigentlich für die Kreuz und Zug entscheiden sollte, man ist eigentlich immer ein Gesprächsthema bei den Berufskollegen. Man bekommt auch viel abgeraten, aber ich sage auch immer eins, die Tiere müssen zu einem passen. Man muss das wollen und wenn man da 100%ig hintersteht, dann klappt das auch zu 110%. Und was noch sehr lustig ist hier bei uns in der Ecke, ich bin ja Pionier hier in der Kreuzungszucht, da wird man von den Berufskollegen noch ein bisschen belächelt, aber die meisten sagen, okay, du machst dein Ding, wird schon. Ein sehr interessanter Punkt ist auf jeden Fall die Tierarztkosten und diese Gesundheitsmerkmale der Tiere. Weil wir mit Roboter melken, müssen wir verstärkt auf Euterkonditionen achten und gucken, dass die Euter nicht im Alter der Kuh auseinandergehen. Da muss man speziell auf gute Bullen mit guten Eutern, sehr guten Eutern achten. In den ganzen 10 Jahren, wo ich die Kreuzungszucht mache, haben wir jetzt insgesamt 75 Tiere bis jetzt gehabt. Und da waren bei 3 Tieren mal bis jetzt der Tierarzt. Wenn man nur speziell die Kreuzungsgruppe betrachtet, war 3-mal nur der Tierarzt da an den Tieren. Also von da an kann ich schon zu 100% sagen, die Gesundheit ist da, die Kühe sind fit und laufen ohne Probleme durch. An Hybrid Genetics gefällt mir besonders gut die Kommunikation, das problemlose Bestellen und das Abwickeln der Geschäfte. Das klappt astrein und die Kundenbetreuung, die ist super. In puncto Kälbererlöse oder auch Schlachterlöse sind die Kreuzungstiere deutlich besser. Kälber, Bullenkälber gehen im Schnitt bei uns auf dem Betrieb zwischen 60 und 90 Euro weg, wo die Holsteinkälber doch für den Ramschpreis verhökert werden. Und bei den Schlachtkühen ist das sehr gut. Die sind nicht so nach der Laktation, wenn die abgehen, ausgemergelt. Die sind noch richtig voll da, gut im Fleisch. Und da freut sich unser Viehhändler und wir freuen uns auch. Dann gibt es ein bisschen mehr in die Kasse. Klauengesundheit ist bei den Tieren auch überdurchschnittlich gut. Die Klauen sind sehr feste, sehr strapazierfähig. Da freut sich auch immer unser Klauenpfleger drüber. Der freut sich immer, wenn er eine Kreuzungskuh im Klauenstand hat, wenn wir die ganzen Tiere schneiden lassen. Bis jetzt habe ich wenig Probleme im Stall und ich hoffe, das bleibt auch so weit und es wird besser. Im Moment setze ich von Hybrid Genetic den Nodir und den Harpon ein. Da erwarte ich jetzt im Dezember die ersten Kälber von und bin echt gespannt, wie schön und fit die werden. Zufrieden bin ich auf jeden Fall mit den Kreuzungstieren. Ich bedauere es nur, dass ich zu spät damit richtig angefangen habe, erst vor 2 Jahren. Ich hätte eigentlich schon viel, viel weiter sein können, wenn ich das von vornherein durchgezogen hätte oder mein Senior dafür schon früh genug für gewonnen habe, hätte. Okay, ich hoffe, jedem hat dieses Video gefallen. Weitere Informationen zu allen Bullen von Hybrid Genetics auf unserer Internetseite www.hybrid-genetics.de, bei Facebook oder telefonisch bei mir. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen.